Im heutigen Video möchte ich einem äußerst vielfältigen und schwierigen Thema auf den Grund gehen. Wie und wo findest du schnell und einfach sehr gute Bücher, die dein Regal bereichern können? In 3 Schritten werde ich dich im Laufe dieses Videos zunächst den Überblick vollständig verlieren lassen. Eine These und eine Antithese aufstellen und dir zum Schluss eine logische Argumentation, eine Synthese und klare, konstruktive Tipps zur Bewältigung der literarischen Landschaft anbieten. Wenn dich literarische Inhalte und kritische Buchbesprechungen interessieren, freue ich mich auf dein Abo und empfehle dir eine weiterführende Entdeckungsreise mit den auf der rechten Seite eingeblendeten Videoempfehlungen. Möchtest du aber heute deine Instinkte bei der Suche nach literarischen Schätzen verbessern, etliche Fehlkäufe und ärgerliche Zeitverschwendung vermeiden, dann wird dir dieses Video mit Sicherheit behilflich sein. Los geht's! Teil 1, die These, kritisches Auswahlvermögen. Vorab noch ein kleiner Disclaimer. Diese kritische Beobachtung ist weder wissenschaftlich fundierte Theorie mit Primärquellen, noch unüberlegte Überlegung im Sinne von, naja, was wäre, wenn wir vielleicht das machen würden, aber vielleicht auch nicht, aber eigentlich weiß ich's auch nicht. Dieses Video ist eine komplexe Mischform, wie die meisten Inhalte auf diesem Kanal. Es besteht aus fundierten Beobachtungen, klugen Tipps und unvermeidbarer Selbstironie. Ich gelobe, mein Bestes zu tun, um diese deutlich erkennbar zu machen. Alle Angaben ohne Gewähr, alle Versprechen ohne Gewähr, alle Gelübde ohne Gewähr, alle qualitativen Ansprüche für humorvolle Video-Edits ohne Gewähr, zu Risiken und Nebenwirkungen Ihres Buchkonsums, fragen Sie bitte Ihre BibliothekarInnen oder Ihre BuchhändlerInnen. Zurück zum Video. Schritt 1 für ein kritisches Auswahlvermögen. Die Extrospektion. Wir benutzen diesen Begriff heute, oder ich benutze diesen Begriff heute ganz laienhaft und positioniere ihn als Gegenbegriff zur Introspektion. Das heißt, während die Introspektion eine Beobachtung dessen, was aus dir kommt, wäre die Extrospektion eine Beobachtung dessen, was auf dich zukommt. Das heißt, eine Beobachtung des, ganz grob und vage formuliert, des Äußeren. Du wirst gleich merken, was ich damit meine. Keine Sorge. Wir stellen zu diesem Zweck 2 Fragen und jetzt kannst du schon anfangen mitzumachen, denn am Ende dient dieses Video ja dazu, dir individuell weiterzuhelfen. Frage 1. Können Bücher jemals wirklich nach Cover, Titel oder Autor beurteilt werden? Mit Sicherheit gibt es bestimmte ganz konkrete Ausschlusskriterien. Für meinen subjektiven Geschmack wären das jetzt oberflächliche Liebesgeschichten, das gesamte Young Adult Genre, Krimis im allgemeinen Sinne und Ratgeber im besonderen Sinne und gewisse andere Nischen, über die ich ja eigentlich gar nicht sprechen möchte. Wer meine Videos schon mal gesehen hat, der weiß auch, welchen Buchgeschmack ich habe. Das wird sich aber im Laufe des Videos auch nochmal entpuppen. Und ebenso möchte ich auch an dieser Stelle erwähnen, dass ich kein Meinungsmonopol beanspruche. Das bedeutet, ich versuche wirklich neutrale Tipps zu geben. Wenn für dich andere Genres wegfallen und nicht in Frage kommen, dann ist das gut und richtig. Gut, ich werde nicht gecancelt, weiter geht's. Mit Sicherheit steht nämlich schon mal fest, dass sowohl bei Belletristik als tatsächlich auch bei neueren Sachbüchern einiges intuitiv zu deduzieren ist. Da wären zum Beispiel gewisse Farben, gewisse Motive, gewisse Schriftarten, die Lesende dann eben entweder anziehen oder an gewisse Aspekte ihres eigenen Geschmackes erinnern. Vieles davon geschieht für uns intuitiv, aber jetzt, wo ich es dir gesagt habe, kann ich dir versprechen, dass du anfängst, da
Acht zu nehmen auf diese Tendenzen bei deinem individuellen Büchergeschmack. Schau dir doch mal das Verlagsprogramm aus einem Verlag deines Vertrauens an, beispielsweise. Oder kontrastiere das Ganze mit einem Programm aus einem Verlag, welchen du vielleicht nicht so interessant findest. Denn Kritik auszuüben ist in dieser Hinsicht, wenn man sich etwas als Kontrastbeispiel zu Gemüte zieht, sehr einfach. Sich selbst aber kritisch zu betrachten, gar nicht mal so einfach. Aber heute machen wir das zusammen und das fällt uns allen dann auch leichter. Wenn du dir jetzt dieses Verlagsprogramm mal zu Gemüte gezogen hast oder online geöffnet hast oder vielleicht eine Broschüre auf deinem Tisch geöffnet hast, schau dir denn mal im Verlagsprogramm die Ansprüche des Verlags an, die Themen des Verlags und vergleiche das mal mit der Auswahl der AutorInnen und der Buchcover. Sind die im Verlag veröffentlichten Bücher eher Unterhaltungsliteratur, Sachbücher oder ein Versuch, alle Konsumentenflächen abzudecken? Sind die Cover eher abstrakt, surreal, symbolsprachlich, kommunizierend und wenn ja, welche Symbole werden dann angewandt? Andererseits sind vielleicht sehr klare Bilder oder Personen oder andere Objekte oder Tiere zu erkennen. Oder ist ausschließlich Text abgebildet? Wie ist es mit den Farben? Sind diese eher fröhlich oder düster? Ist das Cover in seiner allgemeinen Bildsprache laut, aggressiv, freundlich, intensiv, lustig? Die Liste geht hier weiter und ist auch nicht vollständig zu produzieren, denn ich könnte nie auf alle Aspekte oder Auswahlkriterien kommen, die andere Lesende in ihren Köpfen haben und ich vermute auch andersrum ist es so. Aber eben anhand genau solcher Kleinigkeiten, sobald du anfängst, dir die eigenen Bücher auch im eigenen Regal mal in die Hand zu nehmen, sind einige Cover sehr klar zu interpretieren. Da, wie ja bereits gesagt, auch die Verlage sich dessen bewusst sind, dann ist es nicht immer sehr hilfreich, kann aber ein zum Teil hilfreiches Indiz sein. Mehr zum Thema Covergestaltung, Symbolsprache, Signale und Ästhetik gewünscht? Dann schreib mir bitte gerne einen Kommentar dazu und ich überlege, ob zu diesen Inhalten noch mehr zu sagen wäre. Nun kommen wir schon zu Frage 2 der Extrospektion, also der äußeren Betrachtung. Und diese Frage lautet, vertraue ich einem Klappentext oder einer Leseprobe? Und inwiefern kann ich überhaupt aus Prinzip oder grundsätzlich einem Klappentext oder einer Leseprobe vertrauen? Vielleicht hast du ja eben gar keine genrespezifischen oder themengenauen Vorlieben. Vielleicht bevorzugst du es ja, einfach in den Text zu versinken und die Stilistik und die sprachlichen Elemente einfach zu verinnerlichen und dann anhand des reinen Textes zu entscheiden, ob dieses Buch etwas für dich wäre. Ich lese 3 kleine Passagen vor und möchte, dass du diese einfach kurz auf dich wirken lässt. Passage 1. Diese Gegend ist ein Tal der Asche. Ein unwirkliches Stück Land, wo Asche wie Weizen wächst. Zu Höhenkämmen, Hügeln und grotesken Gärten emporwuchert. Wo Asche die Form von Häusern, Schornsteinen und aufsteigendem Rauch annimmt und schließlich mit überweltlicher Anstrengung die Form von aschgrauen Männern, die sich schemenhaft und selbst schon zerfallend durch die pudrige Luft bewegen. Passage 2. Auf der Halbinsel Olympic im Nordwesten von Washington State liegt unter einer selten aufreißenden Wolkendecke eine bedeutungslose kleine Stadt namens Forks. In ihr regnet es mehr als in jedem anderen Ort der Vereinigten Staaten von Amerika. Von dort, fort aus dem ewig trüben Dämmerlicht, floh meine Mutter mit mir, als ich gerade mal ein paar Monate alt war. Passage 3. Es war Anfang Mai und nach nasskalten Wochen ein falscher Hochsommer eingefallen.
Der englische Garten, obgleich nur erst zart belaubt, war dumpfig wie im August und in der Nähe der Stadt voller Wagen und Spaziergänger gewesen. Konntest du auf Anhieb erkennen, dass hier der große Gatsby, der Tod in Venedig und Twilight bis zum Morgengrauen zitiert worden? 2 von 3 Büchern sehr empfehlenswert, eines aus meiner Sicht eher weniger, rate mal welches. Aber gut, wir ziehen jetzt daraus den Fazit, dass ersten Eindrücken eben nicht immer zu trauen ist. Viel konsequenter und effizienter ist ein individuelles, kritisches Auswahlvermögen. Und hier kommen wir jetzt auch schon zu Schritt 2 dieses kritischen Auswahlvermögens, die Introspektion. Nehme ich jetzt auch wieder laienhaft als den Gegenbegriff der Extrospektion und verstehe darunter dasjenige, was von dir selbst ausgeht. Das bedeutet, es ist immer dienlich, regelmäßig vorab eine Auswertung deiner selbst vorzunehmen. Je besser du nämlich dich kennst, desto besser kannst du auch deinen Lesegeschmack einschätzen. Zunächst sollte eine kleine Checkliste der eigenen Präferenzen helfen. Diese kann beliebig detailliert sein oder allgemein zu Genre, Thema, Zeit, Ort, Autorin, Protagonistin, Sprache und Stil oder nur eins von diesen Kriterien oder noch viele, viele andere Kriterien beinhalten. Die Frage ist eben immer, was für Genres, Themen und Stichpunkte suche ich und gleichzeitig, was suche ich nicht? Denn du suchst ja nicht nur, sondern du möchtest ja auch ausschließen. Hier kann man auch sehr speziell werden. Suchst du vielleicht entweder ja oder nein? Und wir versuchen hier jetzt sehr binär zu werten, sehr schwarz-weiß, ausnahmsweise Fantasy, Science-Fiction, Liebesroman, Horror, psychologischer Roman, humorvoll, spannend, dramatisch, stilistisch experimentell, sprachlich reflexiv, die ProtagonistInnen, jung, alt, queer, heteronormativ? Welche Länder, welche Zeitalter, Vergangenheit, Zukunft, Realität, Dystopie? Alle diese Stichpunkte könnten bereits mit den oben erwähnten Leseproben insofern verknüpft werden, dass du vielleicht nach diesen Stichpunkten suchen kannst und anhand dessen eben schon gewisse Signale bemerken würdest, ob ein Buch zu dir passt oder nicht. Im Übrigen jetzt Exkurs Nummer 1. Ich habe, während ich das Skript für dieses Video geschrieben habe, bereits vollständig aus der Reihe tanzend eine spontane Videoidee konzipiert. Das wäre nämlich die ultimative Checkliste der literarischen Identität. Die ultimative Checkliste der literarischen Identität. Solche Listen sollten eben auch Spaß machen und vielleicht wäre es ja schön, wenn du eine solche Liste in PDF-Form hättest oder auch interaktiv zum Ausfüllen. Und da ich von meinem eigenen subjektiven Meinungsmonopol eben immer absehen möchte, wäre es vielleicht gar nicht so unschlau, wenn ich mit ein paar anderen Personen über eine solche Liste diskutieren könnte und diese dann eben gemeinsam zusammenstellen könnte. Natürlich kannst auch du dich jetzt an dieser Stelle noch mit Anregungen und Ideen beteiligen, indem du mir einen Kommentar schreibst. Da freue ich mich drauf. Exkurs 2. Da ich erwähnt habe, dass in dieser ersten Skizze dieser ultimativen literarischen Definitionsliste, yada yada, auch die Präferenz drin sein kann, dass ein Lesender queere oder heteronormative Inhalte bevorzugen könnte. Dass ich es persönlich als regressiv und eingeschränkt empfinde, wenn jemand ausschließlich alte weiße Männer lesen möchte, bedeutet in einem demokratischen Land immer noch nicht, dass ich diesen Personen diese Präferenzen verbieten kann. Ich kann versuchen, sie auf interessante Inhalte außerhalb ihres vergilbten Wertehorizontes hinzuweisen, aber ich habe leider keine universalen antirassistischen Hörgeräte, moralische Kompasse oder aus dem Hinterwald Lockmittel zur Hand,
so sehr ich es mir wünschen würde, ich kann eben nur meine Position darstellen, mit Vorbild dienen und meine Mittel für die Zwecke ausgeben, die ich als richtig empfinde. Exkurs 2 ist somit auch vorbei und wir kehren jetzt zurück zum Video. Nun sind wir auch schon bei Teil 2 angekommen. Das wäre dann nämlich die Antithese. Und als Antithese gilt heute der sozusagen Gegner oder Endgegner. Darunter verstehe ich die institutionelle Reizüberflutung als Phänomen. These, Antithese, Synthese ist so eine traditionelle Formulierung für wissenschaftliche Arbeiten und da wir heute sehr prätentiös und akademisch und pseudointellektuell vorgehen und eigene Begriffe für eigene Konzepte anwenden und uns selbst in Pluralis Majestatis bezeichnen, lol, dann wird jetzt auch diese Dreierstruktur angewandt. So, ist so. Also die Antithese ist grundsätzlich ein Summarum aller Quellen, die du dann mit Hilfe deines persönlichen Skillsets, welches du dir dann eben entwickelst, das ist dann die Kombination von Introspektion und Extrospektion, also Reflexion und kritische Beobachtung, und du musst eben diese Quellen für dich ausmisten und filtrieren und aber auch, bevor du das machen kannst, verstehen und überblicken. Das heißt, wenn wir das jetzt alles durchschauen, dann gelangen wir irgendwann zum Ende dieses Videos zur qualitativ hochwertigen Schmökerei. Aber ich eile mir selbst voraus, erstmal kommen natürlich die schwierigen Hürden, bevor wir am Ziel ankommen. Machst du dir eigentlich Notizen schon mittlerweile? Sehr schlau. Die Gegenspieler oder Endgegner, die zu bewältigen sind einerseits Institutionen, andererseits Unternehmen und nochmal andererseits Personen. Denn wenn wir jetzt von groß zu klein gehen oder auch von Vergangenheit auf Zukunft, gibt es ja diverse Agenten auf dem literarischen Markt, die dir als Konsument einfach ihr Produkt verkaufen möchten. Ob dieser Verkauf jetzt eine altruistische oder eine egoistische oder eine ganz anderen Fremdzwecken dienende Agenda hat, ist immer wieder individuell und so tief möchte ich heute gar nicht gehen. Aber beispielsweise sind dann Quellen, unter denen du nach Buchempfehlungen suchen könntest. Erstens Buchpreise und die Short- und Longlists dieser Buchpreise. Ich könnte jetzt hier spontan nennen den Nobelpreis, den Pulitzerpreis, den Deutschen Buchpreis, den Man Bookerpreis, von den unabhängigen Verlagen noch der Hotlist-Preis, der Bloggerpreis, das Debüt. Dann gibt es noch den internationalen Buchpreis des Hauses der Kulturen der Welt und so weiter und so fort. Jetzt noch kurz der Exkurs Nummer 3. Heute ist ein sehr ausschweifendes und langes Video. Freuen wir uns doch mal drüber. Daumen hoch für lange Videos, wenn sie fundiert und kritisch sind. Oder albern. Ich glaube, meins ist beides. Ich denke, dass ich auch zum Thema Buchpreise zukünftig noch mehrere Videos drehen werde, weil diese ganzen Buchpreise in sich auch sehr interessante Strukturen und Funktionen haben und Historie und auch Buchempfehlungen, die subjektiv gut oder subjektiv schlecht sein können. Ich habe selber einige Bücher gelesen und polarisierende Diskussionen geführt. Und bewege mich eben als Buchbloggerin mehr werdend auch wirklich auf der Landschaft des Deutschen Buchpreises, welcher hier in diesem Publikum vielleicht sogar der interessanteste Diskussionspunkt wäre. Ich möchte diese Videos aber zeitlich angemessen takten, so dass sie auch aktuell sind. Das heißt, beispielsweise kannst du dich auf ein Buchpreisvideo freuen, wenn der Herbst klopft. Exkurs vorbei. Zurück zum Video. Weitere Orte für Buchfunde können sein Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften, auch in unabhängigen Zeitungen oder eben auch Fachzeitschriften wie Enzyklopädien oder auch Literaturgeschichten. Das Problem mit Zeitungen und Zeitschriften, also allen Medien, seien sie jetzt staatlich, privat oder unabhängig oder institutionalisiert, ist, dass diese für ihre Annoncen bezahlt werden. Selbstverständlich kannst du der Zeitschrift deines Vertrauens
insofern vertrauen, dass diese üblicherweise Bücher empfiehlt, die auch deinem Geschmack entsprechen würden, weil es ja doch die Zeitschrift deines Vertrauens ist. Wenn du da gute Empfehlungen von mir möchtest, die meinem subjektiven Geschmack entsprechen, dann findest du auch hier oben eine Empfehlung zu meinem Video über Literaturzeitschriften. Auch Enzyklopädien und Literaturgeschichten, die eine Landesgeschichte vielleicht auf faktischer Basis ganz gut auslegen, wurden von institutionellen oder institutionell zugehörigen Personen verfasst. Diese Personen folgen bestimmten Kanons, die einige Literaturen und einige Kriterien anderen bevorzugen. Und deswegen werden zurzeit auch sehr viele kulturhistorische Sachbücher neu konzeptualisiert und es erscheinen eben sehr viele Ergänzungen und Erweiterungen dessen, was wir jetzt im gesamten geisteswissenschaftlichen Spektrum überhaupt kennen, weil eben viele Personen, Gruppen, Nationalitäten etc. gar nicht berücksichtigt worden sind. Dementsprechend ist es eben auch nicht möglich, in eine Literaturgeschichte zu schauen und diese als absolut zu empfinden. Wiederum kannst du jetzt in Schritt 1 und 2, vor allem in der Introspektion, schauen, welche Kriterien und welche Themen dich persönlich denn interessieren. Denn auch wenn sie historisch kritisch fragwürdig ist, kann eine Literaturgeschichte selbstverständlich gute Tipps geben. Sie sollte aber definitiv nicht die Position eines Meinungsmonopols einnehmen, so wie zum Beispiel eine ganz einfache studierte Buchbloggerin, wie ich ebenso nie den Anspruch haben würde, ein Meinungsmonopol einzunehmen. Und deswegen ist es mir eben auch schon in puncto Gleichheit, weil ich natürlich der armen, veralteten Literaturgeschichte auch nicht irgendwie seine Position rauben möchte. Nicht, dass Frauen es in der Literaturgeschichte und im Literaturkanon sehr leicht hatten, aber gut. Ich bin ein gnädiger Gott, eine gnädige Bloggerin. Zusammenfassend ist auch für diese anscheinend sachlichen und fundierten Quellen eine kritische Perspektive innezuhalten. Eine weitere Quelle wären Verlagsvorschauen und diese sind natürlich auch sehr interessant, am interessantesten, wenn sie dem Verlag deines Vertrauens gehören, wobei das natürlich auch wieder so eine komplexe Angelegenheit ist. Perspektive erweitern, den Verlagen des Vertrauens weiter vertrauen, aber auch andere Verlage kennenlernen. Immer ist eben auch wieder kritische Lektüre wichtig. Alle Verlage platzieren irgendeinen Autorin ganz vorne in ihrer Vorschau und das hat eben gewisse Gründe. Ob diese Gründe jetzt irgendwie eine Förderung von Diversität und Geschlechtergleichstellung und gesellschaftskritischen Brennpunkten ist oder einfach nur, dass die Person im letzten Jahr 500.000 Bücher verkauft hat, das wissen wir oft nicht wirklich. Eine weitere sehr gute Quelle, um sich mit Neuerscheinungen bekannt zu machen, sind Buchmessen. Obwohl ich da auch eine eher kritische Einstellung habe und da wird's bestimmt auch noch ein Video im Oktober geben, wenn es wieder auf die Buchmesse geht, beziehungsweise wenn ich wieder auf die Buchmesse fahre. Mann-Frau bekommt auf Buchmessen eine Idee von dem Verlag, wie dieser so persönlich anzusteuern wäre und wie groß der Verlag ist, welche Inhalte da auch prominent positioniert sind. Beispielsweise sind mir auf der letzten Frankfurter Buchmesse der Aviva Verlag und Edition Nautilus, aber auch andere Verlage sehr positiv aufgefallen, weil ich eben die Buchvorstellungen geschaut habe und anhand dieser gewisse Themen ein bisschen komplexer reflektieren durfte, weil die Bücher eben dann entweder vom Autor selbst, vom Übersetzer oder von den LektorInnen vorgestellt wurden. Und so habe ich eben auch gesehen, welche Verlage da eher ein Fließbandverfahren veranstalten und welche wirklich von der Thematik ihrer AutorInnen überzeugt sind, nicht nur auf die Zahlen schauen. Und außerdem gilt es zu bedenken, dass eine hervorragende Buchvorstellung nicht unbedingt heißt, dass das Buch für dich hervorragend ist. Weiterhin lohnt sich da auch Punkt 1 und 2 der Extrospektion. Du schaust dir das Cover an, den Klappentext und die Leseprobe. Und
beginnst dadurch wieder, deine persönlichen Kriterien abzugleichen, ob dieses Buch denn jetzt nun wirklich deinem Geschmack entsprechen könnte. Als Quelle für neue Bücher gelten auch persönliche Empfehlungen oder Empfehlungen von Einzelpersonen, die ihre eigene Plattform besitzen. Bedürfen natürlich ebenso einer individuellen Auswertung. Wird die Person für die Rezension bezahlt? Ist diese Person kritisch im Umgang mit Büchern, im Allgemeinen und im Besonderen? Hat diese Person fundierte Informationen zur Hand? Ist die Person in ihrer Meinungsäußerung transparent? Ist die Person Sandra Falke? Auch hier können Informationen geboten werden, die Personen, die direkt mit Verlagen kommunizieren, eventuell zugänglicher sind und dir eine informiertere Auswahl ermöglichen können. Beispielsweise in meinen Buchbesprechungen, weil ich die ja am besten kenne, erzähle ich immer etwas über den Stil, über die Sprache, über den Inhalt und über die Thematik. Aber ergänze eben auch sehr gerne etwas zu den AutorInnen, die Entstehungsgeschichte, die Zusammenhänge zum Gesamtwerk, wenn denn welche bestehen, so dass Mann, Frau nicht nur anhand von Klappentext, Cover und Autor entscheiden muss. Hier findest du noch eine Playlist mit ausführlichen Buchbeschreibungen, falls diese dich interessieren. Und zu guter Letzt ist eine schöne Quelle für den Bücherfund der Bücherschrank, das Antiquariat oder auch die unabhängige Buchhandlung. Hierzu zähle ich auch den Buchtausch auf diversen Plattformen wie Bookstagram zum Beispiel, denn hier findest du meistens Perlen, die vielleicht abseits vom Mainstream sind und mehr Indie und vielleicht auch ein bisschen älter, so dass die AutorInnen gar nicht mal mehr so bekannt sind. Dementsprechend kannst du natürlich auch nicht ihren subjektiven Hype-Wert mischen, so wie das bei Neuerscheinungen ist, und musst eventuell besser recherchieren, bevor du überhaupt entscheiden kannst. Ergänzend muss ja auch bedacht werden, dass diese ganzen Cover und Farben und Texte und Klappentexte vor 10 bis 15 Jahren noch ein wenig anders motiviert und konzipiert waren. Das heißt, auch da braucht man eben eine kleine Sensibilität für das Detail. Aber üben macht den Meister. Und je mehr du auf diese ganzen Aspekte, die jetzt unglaublich zahlreich zu sein scheinen, eingehst, je besser werden denn eben auch deine Instinkte, weil du diese Instinkte ja trainierst. Ein weiterer Exkurs, falls dich ein Video zu meinen Lieblingsbuchhandlungen in Berlin interessiert, dann lasse mir ebenso gerne einen Kommentar da. Und endlich kommen wir zu Teil 3, die Synthese, der absolute Leseerfolg. Der absolute Leseerfolg. Was erzähle ich hier denn eigentlich? Also, ich muss dich jetzt leider doch zurück auf den Boden der Tatsachen holen. Der absolute Leseerfolg ist selbstverständlich eine Utopie und eine Idee und ein Horizont, dem wir uns aber immer nähern können. Das heißt, ständige Besserung oder Steigerung sollte auf jeden Fall dein Ziel bleiben. Der Weg dahin ist eben auch zeitgleich das Ziel, denn ein Weg, auf dem wir uns ständig voranbewegen, vielleicht auch mal die Richtung wechseln, mit dem Anspruch Fortschritt, Selbstreflexion, kritisch-analytische Methoden und kluge Käufe. Oder wie Neil Gaiman so schön gesagt hat, hier findest du auch in den ausführlichen Buchbesprechungen eine Besprechung zu seinem Buch »Kunst ist wichtig«. Gaiman sagt, wenn es keine hundertprozentig klare Ortung für die zum Großteil äußerst subjektiv bewertbaren und wahrscheinlich, insofern du mitgemacht und mitgedacht hast, sehr unterschiedlich zu beschreibbaren Ziele gibt. Solange Mann, Frau stets auf den abstrakten Berg der eigenen Ambitionen zugeht, ist kein Schritt falsch oder verkehrt oder überflüssig. Diese Synthese erfolgreich zu realisieren, liegt eben auch ein bisschen oder relativ viel eigentlich an dir selbst. Denn wenn du jetzt alle Personen und Orte und Institutionen und Unternehmen aus Schritt 2 anschaust, also der Antithese,
und alle Kriterien und Präferenzen aus den Fragen 1 und 2 für dich selbst durchreflektierst, dann diese ganzen Punkte nimmst und für dich rausfilterst, was relevant ist. Und wenn du jetzt schon nach dem Ende dieses Videos beginnst, nach diesen Punkten zu suchen, ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Konsum-zu-Genuss-Rate von Büchern sich um einiges verbessern wird. Aus rechtlichen Gründen müssen wir an dieser Stelle hervorheben, dass es sich bei Frau Sandra Falke nicht um eine lizenzierte Buchtherapeutin handelt. Frau Sandra Falke hat lediglich ein universitäres Masterstudium der Literaturwissenschaften abgeschlossen und hat im Internet selbstredend kein echtes Mitspracherecht zu beanspruchen. Die Selbstverleihung des fiktiven Online-Titels der lizenzierten Buchtherapeutin wird zum Einzug in den Elfenbeinturm 1000 der YouTube-Hochburg YouTube-AbonnentInnen stattfinden. Limitierte Autogrammkarten werden rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Alle Angaben ohne Gewähr, alle Autogramme ohne Gewähr, alle interpretativen Argumente ohne Gewähr, alle Flachwitze ohne Gewähr. Zu Risiken und Nebenwirkungen eines literarischen Videos ohne Quellenangaben lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie die Literaturwissenschaftlerin Ihres Vertrauens. Für interessante Lektüre-Empfehlungen zur Auswertung der heute vorgestellten theoretischen Ambitionen lassen Sie sich bitte eine Empfehlung Ihrer Hausbuchbloggerin geben. Abschließend fasse ich noch kurz die besprochenen Gedanken zusammen, denn das waren jetzt wirklich viele Informationen und ich habe die Struktur dieses Videos ja selbst schon mehrmals reflektiert, verbessert und ergänzt. Dementsprechend gilt zusammenfassend, um erfolgreich und effizient Bücher zu finden, die dich interessieren, benötigst du ein kritisches Auswahlvermögen. Dieses kann durch zwei symbiotische Methoden aktiviert werden, nicht zu verwechseln mit der Synthese, obwohl sie schlussendlich zur Synthese werden. Diese Methoden sind die Beobachtung äußerer und innerer Kriterien des Literaturkonsums. Beide Kriterien sind subjektiv und können anhand deines Lesegeschmacks ermittelt werden und variieren. Je genauer du aber deine Präferenzen orten und bestimmen kannst, desto effizienter wird auch deine Suche nach, aus wieder deiner persönlichen Sicht, guten Büchern gelingen. Nachdem du die äußeren und inneren Kriterien so gut wie möglich etabliert hast, erfolgt die intellektuelle, methodische und praktische Auswertung der GegenspielerInnen in der literarischen Landschaft. Deine Geheimwaffen: beobachte dein literarisches Umfeld, versuche zu erkennen, welche ästhetischen Merkmale bestimmte Inhalte indizieren, erkenne Muster und Methoden hinter denjenigen Kriterien, aufgrund derer du als Konsumentin Bücher aussuchst. Bonustipps: Übung macht den Meister. Auch beim Konsumverhalten. Deine Präferenzen sollen und dürfen sich ändern. Und natürlich solltest du ab und zu, aber nur ab und zu, ein klein wenig Luft für Spontanität und Überraschungen übrig lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlasse mir bitte einen Daumen, der nach oben zeigt. Teile dieses Video mit einer literaturliebenden Person, denn geteilte Buchliebe ist vermehrt Buchliebe. Hast du heute etwas Neues und Interessantes gelernt oder eine hilfreiche Anregung erhalten? Dann lohnt sich ein Blick in die restlichen Videos auf diesem Kanal, insbesondere dann die Playliste Kritische Beobachtungen. In der Videobeschreibung findest du alle meine Social Media Links und Wege, auf denen du mich unterstützen kannst. Ich danke dir natürlich vor allem vielmals fürs Zuschauen und freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten literarischen Abenteuer. Bis dann!